Hier ist... Kontinuierlich. Ja, ja, man weiß nie, wo es hinführt. Aber immer freundlich bleiben. Real- und Polizsatire vom Feinsten. Mit Klaus von Wagner. So. Ah, hallo? Wir müssen ein bisschen aufpassen, sie muss noch wachsen. Es muss ja alles wachsen zurzeit. Wachstum ist ganz wichtig, sehr wichtig. Wachstum ist das. Philipp Rösler hat mal sehr schön gesagt: Nur was wächst, ist lebendig. Gut, wenn man sich die Mitgliederzahlen der FDP so anschaut, wird es Zeit zu reanimieren, ha? Warum haben Sie das? Warum muss eigentlich immer alles wachsen? Weil Pflanzen hören irgendwann auf zu wachsen, Kinder hören irgendwann auf zu wachsen. Warum muss unsere Wirtschaft eigentlich immer weiter wachsen? Das Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel, das muss ja immer wachsen. Selbst wenn es nicht wächst, würde man Ihnen gar nicht sagen, dass es nicht wächst. Man würde Ihnen sagen, es schrumpft nicht, wir haben Negativwachstum. Negativwachstum! Ich sag das zu einem toten Hamster auch nicht, der ist minus lebendig, oder? Ne, die Politik gerät in Panik. Frau Merkel macht in solchen Fällen dann immer gerne ein Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Sehe sie schon vor ihrer Pflanze hocken, wachst du Sau! Das ist ein Gesetz. Von mir. Plus das Bruttoinlandsprodukt, wissen Sie, das misst ja eigentlich nicht das Wachstum von Pflanzen, sondern das Bruttoinlandsprodukt, das soll ja messen, wie gut es uns geht. Das machen die sehr technisch, die, ach was weiß ich, Waren und Dienstleister. Machen wir mal ein schöneres Beispiel. Nehmen wir mal an, zum Beispiel, Sie sind eine erfolgreiche Geschäftsfrau, ja? Nur als Beispiel, ja? Gut. Und dann machen wir, sagen wir mal, Sie haben einen wunderbaren Putzmann. Typisches Beispiel. So, und Sie zahlen diesen Putzmann, sagen wir mal, weil er so gut ist, 500 Euro im Monat. Ja? Mit Rechnung bitte. Das Bruttoinlandsprodukt steigt. Jetzt passiert Folgendes. Sie heiraten den Putzmann. Er putzt jetzt aus Liebe. Schlecht fürs Bruttoinlandsprodukt. Ja, oh, wollen Sie es rauslassen? Ja, das ist schön. Aber das Bruttoinlandsprodukt ist an Ihrem Glück sozusagen nicht interessiert. Das ist ihm eigentlich vollkommen egal. Das Bruttoinlandsprodukt, wenn Sie zum Beispiel versuchen, oh, wir steigern das jetzt und wir bauen einen Windpark mit 100 Windkrafträdern oder was auch immer. Ja, das ist gut fürs Bruttoinlandsprodukt. Aber wissen Sie, was noch besser ist fürs Bruttoinlandsprodukt? Wir versenken eine Ölplattform in der Nordsee. Ja, da haben wir nämlich nicht nur Löscharbeiten, die ins Bruttoinlandsprodukt mit einfließen, Katsching, sondern wir haben auch noch Aufräumarbeiten, Katsching, und wir müssen auch noch eine neue Ölplattform bauen. Ich mache es vielleicht noch ein bisschen einfach. Wenn sich zwei Brillenträger auf der Straße prügeln und sie müssen danach beide zum Optiker, erzeugen sie was? Wachstum. Wenn der Wirtschaftsminister vor die Kameras tritt und sagt, wir brauchen Wachstum, was er eigentlich sagen möchte ist, ich bitte die Brillenträger. Sich auch weiterhin die Fresse zu demolieren. Nun, Philipp Rösler ist Brillenträger. Tun Sie ihm den Gefallen. Fürs Bruttoinlandsprodukt, meine Damen und Herren. Ja, aber das ist das Tolle am Bruttoinlandsprodukt. Sie können dem Wirtschaftsminister eine betonieren, aber er muss Danke sagen. Das ist es, weil das Bruttoinlandsprodukt, es kennt keine Moral. Also zum Beispiel, dass das Vermögen bei den Leuten ungleich verteilt ist im Land, wird nicht gemessen im Bruttoinlandsprodukt. Ein Lehrer, der sich mehr Zeit nimmt für seine Schüler, als er müsste, wird nicht gemessen im Bruttoinlandsprodukt. Ehrenamtliche Arbeit wird nicht gemessen im Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt sagt eigentlich alles aus über unser Land, außer warum wir darin leben sollten. Trotzdem, oh, danke, Michi, du warst so ergriffen jetzt gerade, gell? Ja, aber nein, das ist in Ordnung, weil trotzdem tritt ja jeden Morgen ein Politiker vor uns, ja, vor irgendwelche Kammern und sagt, wachst du Sau, das ist ein Gesetz. Dass Länder wie Sierra Leone oder sonst wie, nehmen sie alle, Burkina Faso, die wollen Wachstum, das kann man ja verstehen. Nee, aber unser Land stellt sich ernsthaft die Frage, ob nach dem Genuss einer Schweinshaxe, der Verzehr einer weiteren Schweinshaxe plus Knödel, unser Wohlbefinden wohl noch steigern könnte. Und sind überrascht, wenn es das nicht tut. Das Bruttoinlandsprodukt war noch nie so hoch wie in den letzten Jahren. Waren wir auch noch nie so glücklich wie in den letzten Jahren. Wisst ihr, was noch nie so groß war wie zuvor? Das ist die Zahl der verkauften Ratgeber zum Thema Glück. Da steht dann drin, wir sollen weniger konsumieren. Und was machen wir? Wir kaufen die Fortsetzung.
Aber halt. Aber gut, wenn es denn sein muss, wenn wir unbedingt Wachstum wollen, warum verkaufen dann nicht einfach ein paar Vorstandsmitglieder von der FDP ihre Gedanken? Leerverkäufe sind ja erlaubt. Es soll ja heute, wegen der Glücksratgeber, es soll ja heute schon fast an jeder Ecke ein Hirsch hausen. Und zwar Eckhart an jeder Ecke. Klaus von Wagner, Termine. Du spielst sein Programm Theorie der feinen Menschen. Ich bin bei Pollenallergiker. Du hast bitte. Entschuldigung. Ich wollte bloß die Blume gießen, weil die hat jetzt. Entschuldigung. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Nix. Du kannst es ja zu mir rüberschirmen. Das ist das Pollen? Ist das zu viel Pollen? Essig und Öl bitte für die Blume. Also, Termine, noch zu den Klassen, der Wagen seine Termine, sagen wir, sonst ist sein Publikum von der Stross. Theorie der feinen Menschen am 4.6. in Seeshaupt. Am 17., 22. und 23.7. im Münchner Lustspielhaus. Ja. In diesem Programm geht es um die Finanzwelt. Ja. Wie reagieren Leute, die mit Finanzen an sich nichts zu tun haben und nicht mehr, auf dieses sperrige Thema? Ganz furchtbar. Nein, es ist überraschend. Ich dachte, ich trete vor leeren Seelen, aber die Leute haben irgendwie, die haben Lust, das zu hören. Also ich weiß nicht genau, was da los ist, aber sie haben mal Lust, das zu hören von jemandem, der offensichtlich nicht BWL studiert hat. Das ist übrigens auch ein Gerücht, dass die BWL studiert haben, dass diese Finanzwelt irgendwo verstehen. Ja, also BWL zu studieren, um die Finanzwelt zu kapieren, da können sie auch, was weiß ich, Theologie studieren, um die CSU zu verstehen. Das hat miteinander nichts zu tun. Also bestimmt auch eine Meinung zum Betreuungsgeld. Betreuungsgeld, super. Also ich finde es ganz von der Logik her hochinteressant. Also die Eltern bekommen ja quasi Geld, ne, habe ich richtig verstanden, ja. Wenn die Kinder die Kindertagesstätte nicht benutzen. Das wird in 10 Jahren interessant, wenn du die Kinder fragst, wovon lebt ihr denn? Dann sagen die, davon, dass ich die Schule nicht benutzt habe, nie in der Stadtbibliothek war und für jeden Zahnarztbesuch, den ich ausfallen lasse, kriege ich 30 Euro. Und wenn die Kindertagesstätten nicht benutzt werden, dann werden sie abgeschafft. Und wo tut dann die FDP am Nachmittag ihre Minister hin? Richtig. Haben Sie mal auch was dazu zu sagen? Ja, ich bin nur nicht gefragt worden von keine Ihnen. Guten Gags. Aber keine guten Gags, die kommen hier gar nicht an. Ja, ich finde den Ansatz des Betreuungsgelds ja sehr interessant, dass man jemanden dafür bezahlt, dass er nicht macht und auch nicht aus dem Haus geht. Das könnte man auch auf andere Personengruppen ausweiten, nicht nur auf Eltern, zum Beispiel Sarrazin. Ja? Wenn man Sarrazin, sagen wir mal, wenn der kein Buch schreiben würde und daheim bleibt, das wäre mir zum Beispiel ein anständiges Betreuungsgeld wert. Ja. Zum Beispiel. Der Sarrazine war ja der Russe des Mittelalters. Bitte, Herr. So, jetzt bin ich wieder da. So, jetzt darf ich wieder. Bevor wir jetzt weitermachen, noch was in eigener Sache. Sie können Otti Schlachthof, wie heißt die Sendung? Otti Schlachthof, können Sie 7 Tage lang in der Mediathek des Bayerischen Fernsehens sehen und einen Podcast dieser Sendung finden Sie auch alles auf br.de. Herr Glocke, können Sie erklären, wie man das runterlädt? Ist da so viel Platz in der Mediathek? Macht es gut, servus, danke.